Es geht munterflockig weiter mit Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir sind ja eigentlich schon in der Schlussphase oder im Endspurt. Und auch schon versprochen, in der letzten Folge habe ich Obst ein bisschen trainiert. Und das kann dabei heraus. Systemspeicher. Nee. Ich glaube, das war das vom letzten Part. Und hier habe ich eben da noch ein bisschen trainiert. Etwa 4 Stunden lang insgesamt. Ja, okay, geht in Ordnung. Nicht mehr Level 47 nehmen, sondern sogar Level 60. Und das alles und dafür, dass wir halt die Drei-Form gelevelt haben. Und ich mittlerweile in meiner normalen Form nicht nur normal eine Rolle kann, sondern sogar das hier kann. Sprung. Doppelsprung. Und gleiten. Yes, man. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Abilities by Sora. Ich habe mir jetzt... ich habe die Auto-Limited-Form gegeben, vor allem für... Kämpfe, wo ich alleine unterwegs bin, wie gegen Sephiroth, der noch kommen wird. Wir haben hier eben Sportsfreund, Ausweichrolle, Luftsprung, Leiter. Wie ihr seht, levelmäßig sind ja erhöht worden und so weiter. Ja, das hat ja mit den Leveln zu tun, die wir, Moment, wir sehen es gleich, hier in den Formen haben. Es ist immer so, dass jede Form hat ein eigenes Formlevel. Maximum ist 7. Wenn wir die halt leveln, kriegen wir irgendwann oder zwischendurch auf einmal auch eine höhere Level der jeweiligen Fähigkeit im normalen Modus. Also sage jetzt mal so, Heldenform Level, Form Level 7 gibt so in seiner normalen Form, das war glaube ich den Sprung Level 3, also dass er wirklich so hoch springen kann. Also die weiße Form Level 3, das war glaube ich wegen der Rolle oder dem, ja, wenn ich es dann noch irgendwie hätte. Das Sprint, ich glaube, eher Sprint Level 1, oder? Genau. Je höher halt eben die Formlevel, die jeweiligen Drive-Form, desto höher werden auch diese Level. Das ist ja auch wichtig, weil es gibt Puzzleteile, die kriegen wir nur, wenn wir halt da bestimmte hohe Formen drin haben. Ihr habt auch gesehen, gewisse Formen habe ich wie Helden und Meister mal bis Level 7 trainiert, andere weniger, weil da einfach keine Motivation hatte und mich auch gefragt habe, warum überhaupt, weil es ein bisschen mühsam war. Mein Heldenform relativ easy, einfach in der Form drin bist, auf den Gegner einprügeln, für den Treffer kriegst du Erfahrungspunkte. In der weisen Form musst du in der Form halt Herzlose besiegen, für den Herzlose gibt es einen Erfahrungspunkt. Limiter Form, in der Form musst du halt dann Limit-Attacken einsetzen, für jede erfolgreich ausgeführte Attacke gibt es einen Erfahrungspunkt. Meisterform, hier ist so, dass du halt innerhalb der Form die Drive-Kugeln sammeln musst. Als Beispiel, oder die kann man zum Beispiel, ich habe da vor Merlins Haus in Radiant Garden trainiert. Da gab es Herzlose, die ziemlich viele Formen gedroppt haben, also Drive-Kugeln gedroppt haben. Überform kann man hier in der Welt niemals war gut trainieren, wegen ganz niemanden. Denn pro niemand, den man besiegt in dieser Form, gibt es halt einen Erfahrungspunkt. Denn ich habe schon gesehen, Offscreen, ich muss glaube die Überform noch auf Level 7 trainieren. Aus dem Grund, weil es gibt, ja wir sehen es gleich, und ich will noch ein bisschen durchfliegen, es gibt noch ein paar Herzzahlen, die ein bisschen hoch sind. Also wahrscheinlich der hier, den sollen wir eigentlich so kriegen. Dankeschön, Armdämmerung-Teil. Aber es gibt noch den da unten. Seht ihr den? Den da. Und dafür brauche ich, glaube ich, den Gleitlevel 3, weil Gleiter, also die Gleitstufe, sage ich jetzt mal, wie verändert die sich? Ist einfach so, wenn du normal gleitest, sinkst du ja ein bisschen, trotz allem. Das ist ja ganz normal. Und ich glaube, je höher das Level du hast, desto weniger sinkst du. Also, wenn du halt Level 3 hättest, die höchste Stufe, dann würdest du vermutlich gar nicht mehr sinken. Ja, ich meine, ich kann jetzt da, ihr seht jetzt, wie hoch der ist, ich kann auch nicht hier drüber gleiten und so, natürlich ein bisschen kacke. Ich kann zwar so machen. Das wird trotzdem nicht reichen. Nee, nee. Das wird so nichts bringen. Das müsste ich gucken, wie ich das anders mache. Vielleicht eine andere Drive-Form könnte es sein. Weil wir haben ja im Status. Nee, nicht hier. Bei den Abilities. Mal ganz kurz gucken. Die Heldenform. Wir haben hier einen Sportsfreund, Level Max. Kann natürlich sein, dass wenn ich jetzt hier drin bin und das ausführen würde. Aber wir können es mal ganz kurz testen. Da ist hier oben, war. Ja. Okay, super. Gehen wir mal die Heldenform. Nee, ich komme zwar hoch, aber nicht so hoch.
Das Problem ist, ich kann, wenn ich in diesen Dry-Formen drin bin, diese nicht kombinieren mit anderen Abilities von anderen Dry-Formen. Ich kann jetzt von hier versuchen. Nee, keine Chance. Das Problem ist, die Dry-Form Level Max, die habe ich wirklich nur, oder jetzt in dem Fall mit dem Sprung, Level Max habe ich nur hier drin, wenn, solange ich in der Form drin bin. Ich kann das Level Max leider nicht in normale Soa-Form übertragen. Das geht leider nicht. Das ist ein bisschen... Ja, ist es doof oder ist es nicht doof? Weiß nicht so recht. Kann man aber so oder so sehen. Ich ganz kurz die Weltkarte zurück, damit ich da die Punkte kriege. Ja, nur damit ihr das auch gesehen habt. Es gibt da also noch Puzzleteile, wo ich jetzt eben noch vermute, dass zu wenig dran bin oder zu wenig hoch bin oder so. Aus dem Level her halt. Die würde ich dann doch offscreen suchen, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt nur diese Folge damit verbringen, Puzzleteile zu suchen, alle Welt nochmal abzugehen und so und die zu holen, die es halt irgendwie gibt und den Rest machen eben mal offscreen. Also die wird sowieso gesehen haben, zum Beispiel jetzt eben den da in der Welt Niemande oder die Welt, die niemals war, da geht's halt nicht, da ist klar, okay, mach ein anderes Mal, sowas halt. Jetzt sind wir hier im Dorf, zurück in der Welt von Mulan. Hier gibt's, glaube ich, ein... Eines Berggrad, den müssen wir relativ easy kriegen. So, Erwachenteil, haben wir schon. So schnell kann es gehen. Ein Gipfel war, glaube ich, keins. Wir kommen hier sowieso nicht so hoch. Sollen die mal schießen? Was ich interessant finde, ist, dass es plötzlich überall niemanden sind. Was hätten die Herzen gar keinen Bock mehr auf uns? So, ich gleite lieber mal. Ist viel geiler. Lalala, lalala. Ja, mit einem Gleiterwelt 2, hey, dann natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, aber hey. So, wir haben mittlerweile das Dorf wieder aufgebaut. Natürlich ist es jetzt einfach, die Teile zu kriegen. Ich würde es aber auch schaffen mittlerweile. Glaube ich, wenn die schon noch nicht aufgebaut wäre, eben halt durch einen höheren Sprung, durch einen Doppelsprung, durchs Gleiten. Also ist alles gar kein Problem mehr. Also fast. So, Morgengrauen-Teil, dann gibt es, glaube ich, hier nichts mehr. Gehen wir zurück zum Hochlandpass. Es gibt hier immer wieder noch ein paar, wo wir gemerkt haben, ups, da fehlt noch ein bisschen was. Da wäre jetzt fies. So. Das Edge-Teil. Edge-Teil, Edge-Teil. Alles muss versteckt sein, obwohl es eigentlich eher ein Edge. Microsoft Edge, also quasi der Browser. Da geht's schlimmer. Hier gab es nichts mehr, wa? Nö, sieht immer noch cool aus. Gehen wir ganz kurz zum Palast noch. Da könnte noch was sein. Ich bin mir gerade sicher, ob es noch was ist. Aber hier ist nichts. Okay. Servus. Kein Bock auf dich. Ciao. Die Vorhalle. Wir glauben auch nichts mehr. Oben war noch eins. Und da ist noch eins. Ich kann vielleicht sogar mit dem Sprung Max erwischen, wa? Der Heldenform halt. Das könnte klappen. Ein bisschen weit weg hier. Aber vielleicht hier oben. Ah, ich komme hier oben drauf. Stimmt ja. Da! Ah. Okay. Also, er muss ein bisschen anders machen hier. Was man ja auch machen kann, ich kann einfach springen und gleiten und nachher Doppelsprung machen. So, das geht ja auch. Oh. Was man alles erfindet, wa? Mithril, Kristall, deswegen dachte ich mir auch, dass ich zumindest sicher noch eine Folge mache, wo ich das noch ein bisschen zeige und so weiter. Müssen wir so die Waffen noch wechseln für... Die nächsten Kämpfe eben einen Plan einsetzen, noch alle Puzzleteile zu finden. Plus gehen wir natürlich noch zurück nach Radiant Garden. Da gab es noch so eine Passage, wo wir nicht weiter konnten. Das müsste jetzt aber gehen. Und was natürlich auch noch ist, der Kampf gegen Sephiroth plus eben die Daten von den Organisationsmitgliedern. So, perfekt. Und dann, jo. Halt gegen Samnus, Endfallen, dann war's das. Mit Kingdom Hearts 2 Final Mix.
könnte ja sagen, endlich mal, weil er dauert doch schon ziemlich lange, muss man zugeben. Lange Drachen, es fehlen noch zwei, die müssen, glaube ich, im Anfangsgebiet sein. Wie komme ich da zum schnellsten hin? Ich glaube, am besten einfach hier rüber. Am Anfangsdorf waren noch ein paar. Und eben die Reste, die wir jetzt noch irgendwie verpasst haben, die hole ich mir. Warte mal, Totensaal sind wir gar nicht Dorf. Hä? Was sind noch zwei? Warte mal, es gab doch. Gab es noch irgendwie eine Passage? Doch, doch, warte mal. Da gibt es auch keinen Savepoint gerade. Ah, Moment. Wo wir quasi Mulan das erste Mal getroffen haben. Da waren noch ein paar Puzzleteile, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, wir sind herzlose, krass. Gibt's doch noch. Hat schon wieder ausgestorben. Schön wär's. Hui. So, dann aber doch schnell weiter. Ja, man sieht's, ich fall da noch ein bisschen, auch mit Level 2. Also, boah, jetzt funktioniert noch gleich Level 3, damit das klappt. Ich habe eigentlich schon sonst gut überall ein bisschen geguckt. Nach innen hätte ich das übersehen können. Sie ist garantiert. Ja, wollte doch sagen, es sind garantiert noch ein paar. So, noch ein Herzteil. Und da oben das letzte. Sehr gut. Dann haben wir hier in der Welt von Mulan alle. Also glaubst du mir, sie werden natürlich noch ein bisschen gucken. Weil die Puzzleteile sind nicht nur einfach Puzzleteile selbst. Es gibt ja auch Puzzle dazu. Oh Wunder. Ernsthaft. Und diese Puzzle werden wir natürlich auch noch zusammensetzen müssen. Was heißt müssen? Dürfen, sagen wir jetzt mal. Hm? Aua. Sag mal. Ah, oh, ich konnte nicht mehr springen. Hopp. So. Jetzt haben wir aber alle. Soll doch noch eins fehlen, ist einfach nicht hier aufgeführt. Dann, pff, ja, haben wir Pech gehabt. Ich sehe es eigentlich nicht, wa? Ob ich jetzt hier jetzt alle habe. Ich sehe jetzt einfach, okay, wir haben ein paar, schön, aber ob es alle sind, ja, weiß ich halt nicht. Puzzleteile, den Cursor, also einfach die direkt. Und irgendwo sind dann die Puzzle selbst. Schätze führen hier noch fehlen. Hm. Ich bin der Prozess, müssen wir glaube ich trotzdem machen, wa? Scheiße. Sag mal. Ah, warte mal. Sammlung. Dann haben wir. Ernstlos nehmende Schätze. Puzzle-Modus. Puzzle-Motive. Erwachen zum Beispiel. Genau, dann müssen wir die halt irgendwas anordnen und so. Haben schon alle dort? Herz? Wir haben schon relativ viel, wenn ich gerade mal. Ja, hier auf jeden Fall noch ein paar, aber von die ersten beiden sind komplett. Zwiespalt auf jeden Fall noch ein paar. Okay. Hier ist es sicher. Hier ist ein Save Point. Hallo? Und einfach hier speichern und den Save Slot bzw. den Speicherpoint mitnehmen in die nächste Welt. Wäre ganz geil. Ja, gerade von der Länge des Parts wird doch ein bisschen länger dauern. Machen wir es doch so. Aber ich habe gerade gesehen, dass da irgendwie zwei Truhen aufgetaucht sind. Womit ich nicht gerechnet hatte. Jetzt überlege ich, machen wir es doch so, also zumindest sich mal jede Welt nochmal zurückgeben in den Puzzleteilen. Angens Unterwelt, Heldenplatz, gehen wir erstmal hier hin. Und uns einfach mal umgucken, wenn wir dann sehen, okay, Puzzleteil kann ich nicht kriegen. Dann hole ich es eben offscreen, da mich informiert habe, wie geht es überhaupt, das Puzzleteil. Das Spezielle muss ich irgendwas beachten oder so. Den Rest sammeln wir halt jetzt schnell, wa? Ja, das könnte klappen. Jetzt Unterwelt. Hier müssen also auch noch ein paar fehlen. Bei der Arena wohl eher weniger. Würde irgendwie gar keinen Sinn machen. Moment, fehlen überhaupt welche? Nur mal so, just for fun. Ah ja, da fehlen vier Stück. Hm.
Über die Terminsagentur nicht, nein, wow, Hilfe. Der verlorene Pfad, das stimmt, ich erinnere mich, da waren ein paar, die ein bisschen doof waren. Sag mal, so. Wie aus dem Nebel rausgehe. So, da oben ist reins. Jupp. Nein! So. Da kommen wir wieder zur anderen Seite. Genau, also auf die hier. Aber weiter unten. Okay. Oh, da oben ist reins. Ganz fies versteckt. Okay. Das ist echt fies. So, fehlt noch eins. Hier kann es theoretisch nicht sein. Aua! Naja, sagt zwar Aua, aber viel Schaden machen sie ja nicht. Das Atrium. Aber ist doch schon so. Ja, ich würde echt sagen, wir machen einfach mal so, dass ich sicher mal das Gefühl habe, ich hätte heute mal die Liste voll. Wenn es doch nicht so ist, ja gut, dann merken wir es relativ schnell. Hm? Dass vielleicht noch irgendwo ein Puzzleteil fehlt, weil ich es noch nicht gesehen habe oder so. Was sollte eigentlich nicht? Ich dachte, das wäre eigentlich schon ziemlich komplett. Von da kommen wir. Guck. Geht in das Duell. Nee, da kein Bock drauf. Das Siegel. Dann sind wir hier. Okay. Man Siegel oder Siegel? Oder? Immer zumindest überraschen. Was? Das Licht ist verblasst, ich kann nicht mehr rein? Stand das ernsthaft da? Ihr könnt nicht mehr hinein, okay. Es fehlt aber noch eins. Also Puzzleteil halt. Ja, dann muss das bei Hades sein. Wir haben jetzt hier nochmal drei gefunden. Und bei Hades selbst haben wir noch nicht. Da müssen wir mal ganz kurz zurückgehen. Also gerade zwei zurückgehen sogar. Hui, da hinten war es, war genau. So. Das finde ich immer das Geilste von, wenn man so am Schluss in so einem Spiel einfach nochmal alles komplettieren kann. Nochmal die alten Welten vor allem zurückgehen und dann sieht, hey, damals haben wir das so und so gemacht oder konnte das nicht machen, jetzt geht's plötzlich. So finde ich echt geil. Jetzt eben da mit einem geilen Doppelsprung, sowieso höher springen plus gleiten noch, also macht schon Spaß. Ja, wenn gar nichts mehr war. Aber damals der Kampf gegen Cerberus. So. Da ist er schon. Zack. Wo reingeflogen. Dann wieder raus. Aus diesem Haus. Mit Gang. Jo, Arenas Olympus haben wir dann offenbar auch geschafft. Jetzt aber... nee, nicht so, sondern Sammlung. Puzzle-Modus, neue Puzzle-Motive. Wo haben wir jetzt... Ah, jetzt zum Morgengrauen, okay. Zwei hiervon gefunden, okay. Die Zusammensetzung wird auch geil, wa? Obwohl, ich glaube, ich könnte sogar eines noch in dieser Folge machen, wa? Also Zusammensetzung meine ich. So, dann gehen wir hier wieder raus. Ich glaube... leckt's gerade ein bisschen. Ja, ich glaube, es leckt ganz leicht.
Nö, ist noch nicht mehr. Hä? Okay. Also, das Setting von meinem neuen PC ist irgendwie mittlerweile ein bisschen crazy geworden. Mein erstes Kürzer ist mir Dragon Ball Z Kakarot abgeschmiert. Was ich so an und erwartet habe. Meine Capture Card, gut, die spinnt sowieso zum Teil. Da gehen wir zum Schloss Biestes, oder wollen wir... komm, wir machen Schloss des Biestes. Ja, dann sind wir hier durch. Das passt. Wir sind eben noch unter dem Fluch leider gefangen. Ich muss dazu sagen, wo ich das hier gespielt habe, hier. Also jetzt meine ich im Let's Play. Ich hatte die Schöne und das Biest, hatte ich so gesehen, eigentlich nie fertig geguckt, den Film. Ich wusste, es gab ihn, ich kann noch ein paar Szenen, aber wenn ich so geguckt hätte, ich ihn nie. Mittlerweile aber sowohl die alte ursprüngliche Animation geguckt, als auch den neu auferlegten, ja, Real-Life-Film, sag ich jetzt einmal. Das Biest sind zwei Stück, wa? Da wo ja Bella von, oder Belle, Belle heißt nicht Bella, Bella ist aber Ding, Twilight. Wo Belle von Emma Watson gespielt wird. Genau. Eben auch König der Löwen gibt es mittlerweile auch. Eine Real-Life-Version, das sind immer so Dinge, wo ich mir sage, jo, das sieht sehr, sehr gut aus. Was, mir fehlen hier nur zwei, ernsthaft? Die haben wir gleich. Und auch nichts, weil mir das Spiel gerade ein bisschen verarscht. Einmal hin nicht verarschen, ja? Mann! Ich glaube, ich war zu spät. Frechheit, so etwas. Ja, das ist natürlich immer so etwas, hey, wenn du halt, was sagst, ja, Mann! Du willst so Animationsfilm real-life-mäßig machen, ne? Eben halt auch sagen, hey, jetzt sieht halt Scar auch aus wie ein echter Löwe. Das Aussehen zu hart, nicht irgendwie so, wie Scar halt aussieht. Natürlich etwas, das nicht jedem gefällt. Irgendwie auch verständlicherweise. Andererseits muss ich sagen, das ist doch ganz gut gemacht, klar. Die Emotionen so kommen halt je nachdem nicht so richtig rüber. Vor allem König der Löwen. Es gibt dann da so ein paar Szenen oder so, vor allem die Szene mit Mufasas Geist und so, beziehungsweise Geist der Geist auf die Vision, whatever. Natürlich schon etwas, wo man sich dann im Film dachte, ja, sieht schön aus, kann man so machen, aber... Tor ist verschlossen. Aber natürlich war es ein Animationsfilm, das ist schon was anderes. Aber eben, das ist halt realistisch gemacht und von dem her nicht schlecht. Aber eben auch, wenn wir schon im Thema sind hier, Die Schöne und das Biest fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Ah, jetzt war es gerade wieder. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, dass das andere Puzzleteil ist. Genau! Aua! Das ist hier oben. Das andere Puzzleteil ist hier oben. Ich halte mal ganz kurz. Also das hier. Okay. Ich glaube, hätte ich hier. Ich sprung einfach Level 3, vielleicht einen Doppelsprung müssen wir Level 3 haben, dann würde ich da hochkommen. So. Perfekt, Freunde, perfekt. Damit haben wir auch Puzzleteil von der Schloss Biest. Das heißt, wir haben Schloss Biest komplettiert, Arena des Olymps komplettiert, also eines Drachen komplettiert, also drei Stück bereits komplettiert. Wunderbar. Ich würde sagen, jetzt zum Ende der Folge hin machen wir doch mal noch Puzzleteile. Oder Puzzles. Die haben wir den Bein hier unten, wa? Die werden sowieso ein bisschen dauern, bis wir die haben. Edge, da fehlt nicht so viel, aber wo die natürlich sind, hier fehlen auch nur zwei. Wir machen mal das hier, komm, erwachen. Kann jetzt eigentlich nicht so schwierig sein. In der Regel beim Puzzle natürlich immer zuerst die Ränder machen. Der wird wohl ja hierhin gehören. Der. Und ich eher hier hin. Der wird hier hingehören. Der gehört nicht ganz dahin. Also, die haben ja gar keinen Rand wirklich. Das sah eigentlich nur so aus. Ups. Aber ja, wir haben es trotzdem nicht hingekriegt. Scheiße, hey. So. Puzzle gelöst. Eblitamin. Geil. Glückwunsch, hast du gelöst! Ja, kann ich das irgendwie nochmal angucken oder so? Oder sehe ich es nur hier?
Weil halt für die Folge dann immer gerade so. Wäre als Thumbnail wäre ganz geil. Teile. Die finde ich hier. Hier die Hilfe. Brauche ich eigentlich nicht. Kann ich mir die nochmal irgendwo anders angucken? Wäre ganz nice. Eigentlich. Egal, muss ja nicht sein. Gut, Freunde, sind wir hier soweit durch. Ich suche mir noch ein. Offscreen noch ein Safe-Point und dann gucken wir uns. Oder sehen wir uns in der nächsten Folge in der Overworld. Und gehen dann. Ja, ich würde sagen, in die anderen Welten. Bis dahin. Bye, bye.